Hallo, ich bin Simon, dein Muskelmacher. In diesem Video geht es ums Thema Obst und Gemüse. In diesem Video geht es ums Thema Vitamine. Ich rate euch immer und immer wieder, ordentlich viel Obst und Gemüse in eure tägliche Ernährung einzubauen, in eurem Ernährungsplan einfach zu berücksichtigen, dass der menschliche Körper Vitamine braucht. Wenn ich Ernährungspläne für meine Kunden schreibe, ist es natürlich auch so, dass ich immer darauf achte, sehr viel Obst und sehr viel Gemüse in die tägliche Ernährung einzubauen. Tendenziell eher ein bisschen mehr Gemüse. Das hat damit zu tun, dass ich eben selber ein Fan davon bin, abends viel Gemüse zu essen. Das hat dann auch wiederum andere Gründe als eben nur, dass abends die Kohlenhydrate eingespart werden sollen. Es ist eben sehr wichtig, darauf zu achten, dass man viel Obst und viel Gemüse zu sich nimmt. Morgens bin ich zum Beispiel ein Fan davon, Obst zu essen. In meine Cornflakes, in mein Müsli kommt oftmals so eine Banane rein, auch mein Apfel. Manchmal bin ich auch noch kreativer und lasse ein anderes Stück Obst reinfallen. Also da ist eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ganz genauso sieht es dann auch aus bei den Zwischenmahlzeiten, da finde ich auch Obst klasse. Was ich zum Beispiel sehr gerne esse, ist die Kombination aus Obst und einer Milchproteinquelle, zum Beispiel Quark oder Joghurt, das kann man sehr gut kombinieren. Man kann aber eben auch eine Ananas zum Beispiel mit Leitmozzarella kombinieren. Wenn du das Ganze mal für 2 bis 3 Stunden in so einer Schüssel stehen lässt, so ein ganz klein geschnittener Leitmozzarella mit Ananas und die Säure der Ananas und das Milchige aus dem Leitmozzarella so eine Fusion bildet, unglaublich lecker, müsst ihr einfach mal ausprobieren, danach könnt ihr immer noch meckern. Das sind einfach so ein paar Tricks, so ein paar Kniffs, eben auch gerade im Bereich Kreativität sind einem da keine Grenzen gesetzt und ich kann eben jedem nur raten, versucht ordentlich viel Obst und Gemüse in eure tägliche Ernährung einzubauen. Jetzt nochmal Klartext an all diejenigen, die sagen, ja, Obst schmeckt mir nicht, Gemüse schmeckt mir auch nicht und ich bin auch nicht bereit oder ich kann nicht mehr davon in meine tägliche Ernährung einzubauen. Ihr werdet langfristig ein großes Problem kriegen. Euer Immunsystem wird immer anfälliger sein, das heißt auch gerade, wenn dann mal so eine Grippewelle rumgeht, sind es meistens die Leute, die davon erwischt werden. Es sind meistens die Leute, die ständig krank werden, alle 2 bis 3 Monate irgendwas haben wegen einer kleinen Entzündung im Hals oder mal einem angeschwollenen Lymphknoten das Training sausen lassen müssen, was ja dann natürlich auch Sinn macht, aber insgesamt muss man immer darauf achten, ein stabiles Immunsystem zu haben. Wer ein stabiles Immunsystem hat, der kann knallhart trainieren. Wer knallhart trainiert, der wird auch Muskeln aufbauen. Das ist schon mal ganz interessant. Vitamine an und für sich sorgen nicht dafür, dass man Muskeln aufbaut. Also Vitamine wirken jetzt nicht anabol oder sowas, aber eben in zweiter Linie umso wichtiger. Vitamine sorgen dafür, dass du eine richtig gute Fitness hast, eine richtig gute Gesundheit, ein stabiles Immunsystem und darauf lässt sich dann eben Muskeln aufbauen. Für all diejenigen nochmal, die jetzt Probleme damit haben, ich rate euch wirklich, ändert was daran. Wenn ihr sagt, es lässt sich nichts ändern oder ihr kommt partout nicht auf eure Vitamine, dann solltet ihr darüber nachdenken, mit einem Vitaminpräparat zu arbeiten. Mein absoluter Favorit ist hier das, Vitamine A bis Z. Und 2 Tabletten davon enthalten 100% der täglich empfohlenen Menge an Vitaminen A, D, E, K, C, B6, B12, Biotin, Beta-Carotin, Niacin, Riboflavin, Thiamin und so weiter und so fort. Es sind hier auch Mineralien enthalten, um genau zu sein, Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Jod, Kron, Molybden, Silizium und so weiter und so fort. Sehr viele Vitamine, sehr viele Mineralien, 2 Tabletten davon sind die täglich empfohlene Höchstmenge eben an den genannten Vitaminen. Optimale Einnahmezeit zu einer Mahlzeit, direkt zu einer Mahlzeit mit 200-300 ml Flüssigkeit ist eine ganz gute Sache für all diejenigen, die es mal nicht schaffen, auf ihre Vitamine zu kommen. Lässt sich auch gut mitarbeiten, wenn man merkt, man brütet irgendwie was aus oder hat irgendwie ein bisschen Halsschmerzen. Einfach mal mit Vitaminen dagegen gehen. Manchmal bricht die Krankheit trotzdem aus, aber manchmal schafft man das Ganze eben auch noch gerade so abzuwenden. Ich weiß auch, dass viele, die so eine durchzechte Nacht haben und dann verschallert morgens nach Hause kommen, einen Döner und 2 Vitamintabletten davon zu sich nehmen und sagen, am nächsten Morgen haben sie keinen Kater, haben keine Kopfschmerzen, können zum Training gehen, sind topfit. Ob das funktioniert, dazu kann ich wirklich nicht sagen, aber hört sich auf jeden Fall interessant an. Auf jeden Fall ein Fazit nochmal ganz wichtig, nichts geht über Obst und Gemüse. Obst und Gemüse liefert dir eben neben Vitaminen und Mineralien auch noch sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, auch enorm viel Wasser. Also neben Obst und Gemüse gibt es eigentlich erstmal gar nichts. Die zweitbeste Lösung ist dann eben Vitaminprodukt und da habe ich euch ja gezeigt, was ich sehr gut finde und was ich empfehlen kann. Meiner Auffassung nach das beste Vitaminprodukt auf dem Markt ist verlinkt unterhalb von dem Video. Aber wie gesagt, Jungs, denkt über eure Ernährung nach. Ihr habt nur einen Körper, macht euch den nicht kaputt. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße. Euer Simon.